Ja, ich bin auch ziemlich kaputt, obwohl das nicht im Verhältnis steht zu dem, was beide Teams heute wieder geleistet haben. Ich bin sehr glücklich und froh, dass wir ein ganz, ganz enges Spiel 2-1 losentscheiden konnten. Innerhalb der ersten 5 Minuten hatte ich das Gefühl, dass wir uns absolut im Kreis drehen, dass wir nicht wussten, wer wen vielleicht zu übernehmen hat. Die Offensivpower von Münster war schon, hat man schon gespürt, dass sie einiges vorgenommen haben, jetzt auch nach dem Auftaktsieg in Köln. Da haben wir wirklich Probleme gehabt, uns zu befreien, erstmal die Ordnung zu finden. Und als es dann so nach etwas mehr als 10, 15 Minuten dann der Fall war, dass wir uns auch ein bisschen befreien konnten aus der Umklammerung, ein bisschen mutiger gespielt haben, haben wir doch die Lücken gefunden, auch schon im Spielaufbau uns vielleicht 3, 4, 5 Mal den Ball zuzuspielen, um nach vorne zu tragen. Und dann war es so, dass man gemerkt hat, eine ganz entscheidende Szene war nach der Trinkpause diese Standardsituation, die wir nutzen, um 1-0 in Führung zu gehen. Und von dahin hat man gemerkt, dass die Mannschaft absolut Selbstvertrauen getankt hat, sich auch immer besser ins Spiel reinfindet. Wir nutzen den Fehler aus, eine Spieleröffnung des Gegners zum 2-0. Und haben dann im Grunde genommen fast die Halbzeit im Griff. Was allerdings auch wichtig war, dass wir einmal, wo Joe Coppenzell nicht noch den Anschlusstreffer bekommen, zum Ende der ersten Halbzeit, um eben auch mit dieser 2-0-Führung in die Pause zu gehen. Und dann haben wir uns ein bisschen erinnert an das Spiel im März. Ja, Münster hat extrem viel Druck gemacht nach der Pause, macht genau wie in dem damaligen Spiel direkt den Anschluss. Und dann war es so ein Sturmlauf von Münster und da hatten wir uns wirklich zu wehren mit Glück. Was uns nicht gelungen ist, den entscheidenden Konter zu setzen zum 3-1. Von daher war das Spiel wirklich bis zum Ende offen. Aber wie schon gesagt, mit Glück haben wir es verteidigt und zum Schluss auch wieder ein bisschen mehr Entlastung in unsere eigenen Reihen gehabt. Und von daher, wie eingangs gesagt, bin ich sehr, sehr froh, dass wir hier 3 Punkte geholt haben. Dankeschön. Danke sehr, Marc Zimmermann, Amti, bitte. Ja, heute Gefühlslage, dass ich mich absolut darüber ärgere, dass wir uns durch ein Eckball eigentlich so aus dem Spiel rausreden lassen. Dass wir das Tor kassieren, das ist okay. Wie wir danach aber darauf reagieren, da war ich dann halt schon enttäuscht, angefressen, wie man das halt sehen kann. Aber das Spiel geht ja weiter und wir lassen uns einfach durch eine Standardsituation komplett aus der Partie rausbringen, obwohl es noch gar keinen Grund gibt. Also einfach erstmal weiterspielen, dass wir das so annehmen und eigentlich das, was wir bisher 20 Minuten gut gemacht haben, musst du eigentlich sehen, dass du das weiter durchziehst und das haben wir nicht gemacht. Also danach haben wir eigentlich aufgehört, vernünftig gegen den Ball zu spielen und im vorderen Bereich auch einfach keine Bälle mehr festgemacht. Und dementsprechend waren wir komplett raus, haben dann über eine Spieleröffnung noch das 2-0 kassiert, was ganz, ganz bitter war. Da mussten wir uns schon schütteln und dementsprechend in der Halbzeit dann 2 Umstellungen gemacht, die gefruchtet haben. Ich habe uns dann in der zweiten Halbzeit, klar, wieder in so einer Position gesehen, bis aussichtslos und dann liegt es 2-0 hinten und dann geht es wieder von vorne los. Machst den Anschlusstreffer relativ früh und bist dann eigentlich wieder komplett drin in der Partie. Haben dann, glaube ich, die große Chance über Philipp Hoffmann, wo wir dann, glaube ich, auf 2-2 stellen können. Das wäre auch noch recht früh gewesen. Haben uns, glaube ich, auch so noch die ein oder andere Chance dann erspielt. Aber so die letzten 15 Minuten war es dann eigentlich so, dass wir weggegangen sind von einem strukturierten Spiel nach vorne, von vernünftigen Pässen nach vorne, von guten Dribblings, von tiefen Pässen. Und das war dann hinterher wilder Fußball und vorne die Bälle dann reingespielt. Über Standardsituationen irgendwie, dass du zum Erfolg kommst und hat so leider nicht mehr funktioniert. Was ich den Jungs aber hoch anrechne, ist, wie sie sich da nochmal komplett reingeworfen haben in jeden Ball. Wenn ich den Leon Schwer sehe, den hätten wir eigentlich runternehmen müssen. Der ist verletzt, der hätte nicht weiterspielen können und der zieht das Ding hier bis zum Ende durch und da muss ich den Hut vorziehen und tut weh, gleich am Anfang so ein Spiel zu verlieren, wo wir das Ding, glaube ich, definitiv auf 2-2 stellen können. Und jetzt, glaube ich, erstmal richtig, richtig gefrustet. Und das müssen wir schnell aus den Köpfen rauskriegen, weil wir die schwere Auswärtspartie jetzt in Lautern, glaube ich, haben. Und wir haben gesehen, wie es nicht funktioniert, dass man auch wirklich gerade bei Standardsituationen sehr aufmerksam verteidigen musst und dass du dich da komplett aus dem Spiel rausholst und danach musst du einfach weitermachen und das hat das Spiel, glaube ich, heute gezeigt,
ziemlich Glückwunsch, Spiele zwischen uns sind immer hochintensiv, richtig was drin gewesen in der Partie. Und ja, leider fand es Verlierer heute vom Platz gegangen. Danke.